Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu meinem 97. Oras Wi-Fi-Battle. Und ja, wir kümmern uns heute, beziehungsweise heute um einen ganz besonderen Oras Wi-Fi-Kampf. Wir kämpfen auf jeden Fall heute erstmal gegen den Apfelteemensch, gegen den guten Arnold. Wir schauen uns als allererstes mein Team an, denn das ist ein ganz besonderes, denn wir spielen heute mit einem quasi GPL-Team. Das sind 6 Pokémon, die wir in der GPL dabei hatten. Das ist Hypoterus, Megaknackrack, Stalobor, Entei, Hooper und Waschakbil. Es werden im nächsten Kampf und im übernächsten Kampf noch 2 weitere interessante Kämpfer auf euch zukommen, die euch auf jeden Fall was sagen sollten. Und dann kommt auch schon der 100. Oras Wi-Fi-Kampf und das wird dann auch der letzte sein. Deswegen, ja, freut euch auf jeden Fall darauf und ich würde sagen, wir lassen den guten Arnold gar nicht zu lange warten und starten auch direkt mit dem Kampf und schauen einfach mal, was er mitbringt. Ich hoffe, dass meine Gegner nicht zu krass tryharden. Okay, der Arnold hat hier dabei Xerox, Carpelt, Celebi, Fiaro, Gengar und Zubiris. Ich hoffe, es ist kein Mega-Zubiris. Ja, wie gesagt, ich hoffe, meine Gegner tryharden nicht zu krass, denn die 3 Teams, die ich mit habe, sind nicht unbedingt die besten OU-Teams, sagen wir mal so. Aber ja, schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall handelbar aus, würde ich mal meinen. Der Sandsturm ist auf jeden Fall nicht so geil für ihn. Für uns allerdings schon. Dafür hat er aber Carpelt, was echt gut ist gegen mein Team. Abgesehen natürlich von Waschakbi. Ich glaube, Waschakbi müsste gescarft sein. Deswegen würde ich sagen, dienen wir auch direkt damit. Gegen die meisten Pokémon haben wir ein gutes Matchup, außer gegen Zubiris. Und gegen Zubiris können wir immer noch einen Hard-Switch machen. Deswegen würde ich sagen, leaden wir mal mit Waschakbil. Ist das klug? Ich glaube. Ich denke. Wir leaden mit Waschakbil und schauen einfach mal, was der gute Arnold so macht. Und danach können wir uns immer noch entscheiden, was wir machen oder was wir nicht machen. Ich habe lange keinen Wi-Fi-Battles mehr gemacht, also keine mehr in Aufnahmen. Ich hatte jetzt eine kurze Pause, aber ich dachte mir, okay, komm. Wir sind jetzt so kurz vor den 100 Wi-Fi-Battles. Oh, Celebi, das ist schön für uns, das ist sehr schön. Wir sind so kurz vor den 100 Wi-Fi-Battles. Die können wir jetzt auch voll machen. So, die Frage ist jetzt, gehen wir für einen Brave Bird? Er könnte den Brave Bird tanken, glaube ich. Oder gehen wir für eine Kehrtwende, die vierfach trifft? Ich sehe gerade, ich spiele Rückkehr. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf geachtet habe, volle Freundschaft zu haben. Ich glaube nicht. Aber wir gehen einfach mal hier für Brave Bird. Komm auch durch. Und ich hoffe einfach mal, dass es killen wird. Also Waschakbil hat einen verdammt guten Angriff und er überlebt's. Natürlich. Und jetzt geht er für Psychokinese oder... Okay, er geht für die Tarnsteine. Allerdings hat er kein Brave Bird Switchen. Die Tarnsteine sind richtig gut gegen unser Team, deswegen ist es auf jeden Fall tatsächlich ganz gut. Und ich glaube, ich habe tatsächlich sogar keinen Spinner. Ich hätte nicht gedacht, dass er versucht... Okay, er lässt jetzt hier sein Celebi sterben. Dass er versucht, so früh die Tarnsteine rauszubekommen. Das ist auf jeden Fall echt nicht gut für uns. Einfach aus dem Grund, dass wir Waschakbil haben. Wir haben Entei. Hooper sollte nicht unbedingt davon zu viel Damage kassieren und so. Von daher muss ich mal schauen. Celebi ist auf jeden Fall erstmal down. Das ist schon mal recht gut für uns. Ich glaube, ich bin ein bisschen leise. Ich hoffe, das sollte passen. Zombie Pest. Okay, da kommt Zubiris. Ich könnte raus in Entei gehen. Und das Irrlicht predicten. Auf allem anderen will ich kein Irrlicht fressen und in Hooper kann ich auf keinen Fall rausgehen. Keine Verfolgung oder so, das ist gut. Wir gehen raus in Entei, hoffen einfach, dass er Irrlicht drückt. Versuchen gar nicht irgendwie zu overpredicten oder so. Und bekommen jetzt natürlich super viel Tarnstein-Damage. Aber das muss ich jetzt halt ertragen. Und da kommt das Irrlicht, perfekt. Das ist okay, das passt. Können raus in Fiaro gehen. Allerdings gehe ich hier trotzdem für Sacred Fire. Denn... Delegator, okay, wir dürfen unseren Sacred Fire nicht missen, auf gar keinen Fall, auf keinen Fall, okay, wir treffen, er könnte natürlich raus in Fiaro gehen, aber Fiaro bekommt halt auch ein bisschen Damage und für Turbo Tempo hätte ich hier in diesem Moment nicht gehen dürfen und Steinkante hätte wahrscheinlich auf Mega Zubiris zu wenig Damage gemacht, deswegen, falls er hier ein Mega Zubiris ist, geht weiter für Delegator, ich glaube, er möchte warten, bis ich mein Läuterfeuer misse. Ich hoffe einfach, wir kommen einfach die ganze Zeit durch. Denn sonst hätte ich echt ein Problem. Wenn es im Endeffekt noch ein Call Mind zu mir ist oder so, dann habe ich Probleme. Dann habe ich ein sehr großes Problem. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Wir haben leider... Okay, jetzt geht er in die Mega-Entwicklung. Wird wahrscheinlich jetzt auf Genesung gehen. Aber der wird trotzdem verdammt viel Damage kassieren. Oder er versucht nochmal für Delegator zu gehen. Er geht jetzt auf Genesung. Okay. Ich hoffe, wir bekommen den Burn. Der Burn wird ziemlich cool. Mal schauen, Läuterfeuer. Wir treffen, das ist schon mal gut.
Und das macht guten Damage, macht über 50%. Wir bekommen natürlich keinen Burn. Ich meine, wir sind schneller. Das ist das Gute jetzt an der Sache. Und wir treffen. Nice, mega zu wie es geht down. Sehr, 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 sehr gut. Und noch ein schöner Crit hinterher. Bam. Okay, das ist sehr gut. Er hätte raus zu Fiaro gehen können, glaube ich. Aber das passt auf jeden Fall. Das sieht echt gut aus gerade. Toad. Ey, jetzt raus in Carpels. Wir sind schneller als Carpels. Also wir sollten schneller sein, denke ich. Und Tempo wird uns nicht killen. Er wird wahrscheinlich gesashed sein, aber ich gehe hier für Läuterfeuer und riskiere es einfach mal, den Burn zu bekommen. Denn 50% ist echt hoch. Und dann stirbt er halt am Burn. Und wenn er jetzt hier den Burn bekommt... Oh ja! Oh ja! Und da kommt Pilchspur. Das ist mir egal. Tschüss, Carpels. Da stirbt auch schon Pokémon Nummer 3. Das ist sehr gut. Das sieht richtig gut aus. Aber geh mir leider ein bisschen zu schnell alles runter. Er hat noch 3 gute Oyo-Pokémon, muss man sagen. Aber, ja, mal schauen. Jetzt geht er raus in Fiaro. Ja, das war klar. Ich will ihn hier jetzt nicht setupen lassen. Also, falls es ein Setup Fiaro ist, das möchte ich ihn auf keinen Fall durchkommen lassen. Ich spiele Steinkante auf meinem Hypothyrus, was ganz geil ist. Irrlicht wäre halt ätzend. Ich hoffe, dass er kein Irrlicht spielt. Wir gehen hier raus in Hypothyrus. Wir bekommen aber auch mit Sand schon ein bisschen Chip-Damage nach und nach. Und dann noch die Steinkante ist halt auch voll solide. Von daher, selbst wenn wir geburnt sind, das Matchup kennen wir ja noch aus, also beziehungsweise kenne ich noch, vielleicht einige von euch noch aus der GPL gegen Tim. Da hatten wir genau dasselbe Matchup und er hat mich auch mit seinem Fiaro geburnt und ich konnte trotzdem standhalten mit meinem Hypothyrus und habe, glaube ich, auch im Endeffekt das Matchup gewonnen. Bekommt die Rückschussschaden und so weiter und so fort. Hier ein bisschen Leftovers Recovery, alles sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt für die Steinkante. Ich will hier gar nichts großartig predikten. Okay, geht direkt für den Flammenblitz. Ich hoffe, er bekommt hiermit keinen Burn. Er hätte raus und Shadows gehen können. Das wäre eine Option gewesen. Bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn. Dankeschön. Und wir treffen. Und es sollte ein totes Fiaro sein. Yep. So, jetzt hat er nur noch Shirox und Gengar. Und ich spiele... Nee, ich spiele kein Mordbreaker. Shadow Ball, das ist ja ziemlich cool. Aber wir können jetzt, glaube ich, gleich raus auf Knackack gehen. Je nachdem, welches Pokémon er, in welches Pokémon er geht. Und dann können wir, glaube ich, schon gewinnen. Da kommt Gengar. Hupa ist keine Option. Auf gar keinen Fall. Und ansonsten, ich könnte auch Entei sacken. Oder er wird halt, denke ich, für die Geisterattacke gehen. Sprich, wir gehen jetzt hier in Bashakwil. Und dadurch, dass wir mit dem Scarf dann höchstwahrscheinlich schneller sein werden, können wir ihn damit Brave Bird rausnehmen. Und falls er einen Sash hat, wird er den durch den Sandsturm verlieren. Und hier kommt der Spukball, den haben wir abgefangen. Zack, Sandsturm, Schaden kriegen wir natürlich. Sandsturm, Schaden kriegt er, das passt alles. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Und hier können wir jetzt für einen Schutzflug gehen. Er könnte rauswechseln. Das wäre okay. Dann würde ich halt darauf hin, dann, okay, bleib drin. Schutzflug sollte killen. Ich hoffe, dass es killen wird. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber so defensiv ist Gengar gar nicht. Und Gengar geht down. Und gegen Shirox können wir, ich spiele die Leftovers auf Dings, ne? Auf, richtig, überleben. Wir spielen die Leftovers auf Hypothyrus. Das heißt, wenn ich jetzt raus auf Knackack gehe, was ich aber trotzdem tun werde, dann haben wir wahrscheinlich gar nichts mehr vom Sandsturm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Shirox irgendwas machen kann, selbst wenn er hier für einen Schwertanz gehen sollte. Gegen Stahlobor wird er nicht gewinnen, Sandsturm, von daher passt das. Patronenhieb, er ist kein Mega Shirox, aber er ist gebandet und ich weiß nicht, tanken wir in der Mega-Entwicklung ein? Wir gehen jetzt in die Mega-Entwicklung und gehen für den Feuersturm. Da ist jetzt die große Frage, ob wir in der Mega-Entwicklung einen Bullpunch tanken können oder nicht. Schauen wir einfach mal. Aber im Großen und Ganzen sollten wir das, glaube ich, trotzdem gewonnen haben. Und der geht für Patronenhieb, den tanken wir nicht. Schade, 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 schade. Das ist ein bisschen schade. Aber er ist gebandet, ist auf Bullpunch gelockt. Wir können jetzt raus auf Stahlobor gehen und ihn mit 2 EQs killen und das war solide runtergespielt, ein solider Kampf. Wie gesagt, war mir leider ein bisschen zu schnell down, aber ja, kann man nichts machen. Oh, das ist aber krasser Damage. Shirox ist und bleibt halt ein gutes Pokémon. Und zack, EQ nimmt ihn jetzt schon fast raus. Na, okay, der Life-Up.
Krass, okay. Ja, das ist GG. Und damit gehen wir im ersten Kampf 5:0. Wie gesagt, es werden euch jetzt noch zwei weitere Wi-Fi-Kämpfer warten, bis wir dann bei 99 sind. Und was beim letzten Kampf passiert, verrate ich euch dann nicht. Das ist dann auch wieder was ganz Besonderes. Aber auch die nächsten beiden Kämpfe werden besonders sein. Leider der Kampf hier ein bisschen schnell zu Ende, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier nochmal Crit zum Enden. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Abspannen. Twing, twing. Ja gut, macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.